dass Sie alle noch da sind. Es ist uns nicht leicht gefallen. Die Jury hat diskutiert, aber am Ende stand dann doch der Sieger fest. Und wir wollten, also es ist auch der Jury sehr wichtig, wir wollten Ihnen allen fünf sagen, dass wir total begeistert von allen fünf Texten waren, dass Sie alle gewonnen haben für uns. Und aber einer muss nun mal irgendwie der Gewinner sein. Und wir beginnen einfach mit den drei Plätzen, wo jetzt kein extra Preis ausgeschrieben ist. Sie bekommen ein wertvolles Buchpaket von uns und sind die Finalisten. Und die möchte ich jetzt bitte auf die kleine Bühne zu Herrn Hennen vorbitten, der dann die Preise übergeben wird. Und das ist die Annika Weber, der Oliver Diersen und der Manuel Carisius. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, also bitte keine langen Gesichter, weil ihr steht hier wirklich weit vorne. Ihr müsst einfach nochmal daran denken, es sind 1402 Manuskripte angekommen. Das heißt, die fünf, die hier dann stehen, das ist, ich bin nicht so gut in Mathe, aber es geht hart an ein Promille heran. Ihr habt eine tolle Arbeit geleistet und ich bin überzeugt, dass ihr alle euren Weg machen werdet. Ihr habt viele Leute auf aufmerksam gemacht. Ich habe hier Verlagsleiter zwischendurch stehen sehen. Nix da. Ich verrate ja nicht, welchen Verlag ich gesehen habe. Also ihr habt große Aufmerksamkeit bekommen und auch wenn das jetzt in Anführungszeichen nur die Plätze 3, 4 und 5 sind, bin ich sicher, dass euer Weg als Autoren hier nicht endet, sondern anfängt und dass ihr noch eine Menge vor euch habt. Ich gratuliere euch ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich es zugebunden und weiß nicht mehr, wer wer ist. Aber ihr kennt euch ja und herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt aber Gott sei Dank kann ich nichts mehr falsch machen. Die Nummer 2, eine große Freude, Lilach Meer. Herzlichen Glückwunsch. Frau Meyer, ich gratuliere Ihnen. Man konnte schon ein bisschen merken, wie aufregend dieser Tag für Sie ist heute. Sie haben sich gut geschlagen und Sie haben ein wunderschönes Buch geschrieben. Das ist, worauf es in allererster Linie heute ankommt. Und mich haben Sie begeistert mit dieser Geschichte. Und ich bin ganz sicher, dass Sie viele, viele andere noch begeistern werden mit dem Buch, das Sie geschrieben haben. Für mich ist das ein Old-Age-Buch, auch wenn das eine jugendliche Heldin war. Und Sie schaffen es einfach mit Ihren Worten zu zaubern und haben deshalb sehr verdient hier einen Platz bei den magischen Bestsellern. Und der zweite Preis, der war ja auch ausgeschrieben ganz besonders, das ist noch eine Reise ins Phantasialand für 4 Personen. 2 Tage der Eintritt frei und, dass ich es richtig sage, Hotel Matamba. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt steigt die Aufregung, keiner weiß, wer es ist. Ich hole Sie ab, Viktoria Schlederer, mit auf des Teufels Maskerade. Ein super Gewinner! Frau Schlederer, ich gratuliere Ihnen und ich hoffe, Sie tragen mir nicht nach, dass ich beim Lesen an einen 40-jährigen Bohemier gedacht habe. Also diesen Erzähler, den haben Sie einfach so wunderbar getroffen, dass ich nicht glauben konnte, dass eine junge Dame dahinter steckt, die Autorin ist. Und ja, Sie haben einfach wirklich Magie erschaffen mit diesem Buch. Es ist ganz wunderbar und ich glaube, wenn jemand schreibt, dann liest man anders. Und es ist ein bisschen schwerer, den zu gewinnen. Und auch das haben Sie bei mir aber von Anfang an geschafft, weil als Autor schaut man schon, wie zaubert denn der Kollege? Was für Tricks hat er drauf? Was macht er?
Und was mir bei Ihnen sehr besonders aufgefallen ist und was ich Ihnen nicht nachmachen kann, ist die Art, wie Sie mit Sprache umgehen und wie Sie mit der Sprache von um 1900 umgehen. Es ist so, dass man als Autor da immer einen schwierigen Spagat hinbekommen muss. Man möchte das Flair der Zeit einfangen und man versucht dann in diese Sprache hineinzugehen. Aber wenn man ehrlich ist, die Sprache um 1900 ist so weit weg von unserem Alltagsdeutsch, dass die meisten Leser nach 10 Seiten das Buch zur Seite legen würden und nicht eingefangen wären. Und Sie haben diese wunderbare Mischung hinbekommen, dass man drin ist in dieser Welt, in dieser Sprache, diesen Dialogen glaubt, dass sie um 1900 so geführt worden sein könnten und dass sie trotzdem nicht langweilig sind, dass sie also den Leser von heute packen und einfach nur das Flair transportieren. Und ja, also Ihre Dialoge sind der ganz, ganz große Pluspunkt. Und danke für dieses wunderbare Buch und für die schönen Lesestunden. Also, die Siegerin vom Heine Fantastikpreis 2008 ist Viktoria Schlederer, ein Verlagsvertrag über 10.000 Euro. Am Montag geht die Arbeit los. Wir wollen ja veröffentlichen und schauen Sie ab Oktober in die Buchläden. Der neue Bestseller wartet auf Sie. Herzlichen Glückwunsch nochmal.